Danke, Herr Gernke. Für die FDP hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren diese Woche fünfmal das Thema Mobilität hier im Hessischen Landtag. Der eine oder andere, denke ich, von den Vorrednern hat vielleicht auch die Tagesordnungspunkte verwechselt. Zumindest hatte ich den Eindruck. Ich glaube aber, dass es notwendig ist, dass wir dieses Thema ausführlich im Landtag diskutieren. Denn die Bilanz der Hessischen Landesregierung ist dürftig, um nicht zu sagen eklatant schlecht. Sie kommen nämlich hier im Schneckentempo nur voran. Und dabei ist Hessen ein Land, das aus seiner Geschichte heraus von Mobilität abhängig ist, von Mobilität lebt wie kein anderes Land. Was uns auszeichnet, ist die gute Erreichbarkeit. Davon hängt traditionell unser Wohlstand in Hessen ab. In Hessen werden aber keine Landesstraßen mehr gebaut, Herr Minister, weil Sie das nicht wollen. Sie sind auch der einzige Verkehrsminister, der froh ist, dass er auch keine Bundesautobahnen mehr bauen muss. Zumindest haben wir immer den Eindruck, dass Sie froh sind, dass Sie auch diese Kompetenz verloren haben. Und in Hessen werden natürlich auch keine Radwege gebaut, zumindest keine Radwege entlang der Landesstraße. Und das, obwohl Sie ja jetzt schon 9 Jahre im Amt sind. Kaum 30 Kilometer haben Sie da vorzuweisen, obwohl Sie eine große Abteilung eingerichtet haben, ausgiebig auch neues Personal eingestellt haben. Aber auch da kommt die Schnecke nicht so richtig voran, sodass in der Tat an dieser Stelle nichts groß passiert ist. Und dann fragt man sich, wie ist es eigentlich mit der Schiene in Hessen bestellt? Die Schiene ist ja traditionell Bundesangelegenheit. Aber auch dort ist es natürlich wichtig, dass die Projekte nach Hessen geholt werden. Und auch da sind wir unter 5 Kilometer neuer Schiene in der Zeit von Tarek Al-Wazir. Insgesamt also ein desaströses Ergebnis. Und jetzt haben Sie hier in Ihrem schönen Antrag ja darauf verwiesen, dass es ja da die Enquete-Kommission gibt. Jetzt darf man mal die Frage stellen, wer die wohl eingerichtet hat nach 8 Jahren Tarek Al-Wazir. Es waren zumindest nicht die Christdemokraten und auch nicht die Grünen, sondern es war eine Initiative von den Freien Demokraten und von der SPD hier im Hessischen Landtag. Aber damit nicht genug. Es kam, wie es kommen musste. Es kamen 70.000 Unterschriften in den letzten Tagen. Und Sie bezeichnen das ja als Rückenwind, Herr Verkehrsminister. Ich würde es als Schlag ins Gesicht nach 9 Jahren Tarek Al-Wazir bezeichnen. Denn wenn man erst 70.000 Unterschriften sammeln muss, dann ist es mit der hessischen Verkehrspolitik nur wirklich nicht zum Guten bestellt. Meine Damen und Herren, es brennt im Hause Al-Wazir. Es brennt so lichterloh, dass es auch Panik gegeben haben muss bei der Presseabteilung. Und es sind in den letzten 2 Tagen 12 Pressemitteilungen entstanden, 12 Einzelpressemitteilungen. Also Ihr Kollege, Schulminister, macht es ja wenigstens so, wenn es 3 neue Schulen gibt, die irgendein Fach neu einrichten, dann gibt es eine Pressemitteilung für 3 Schulen. Sie machen das ja, dass Sie für jeden Radweg eine eigene Pressemitteilung machen. Und so haben wir 6 Pressemitteilungen am 16. gesehen, also letzten Freitag, und diesen Montag noch einmal 6. 12 Einzelpressemitteilungen. Ich gebe Ihrer Presseabteilung mal einen Tipp. Den Radweg sind übrigens 500 Meter zwischen Schweden und Flieden. Da könnte man auch 2 Pressemitteilungen draus machen. Eine für Schweden und eine für Flieden. Weil das sind ja schließlich 2 Radwege. Je nach Sichtweise. So. Und jetzt frage ich Sie mal nach dem Zwischenruf des Ministers. Jetzt frage ich Sie mal, wie viele von diesen 12 Radwegen, die da bejubelt wurden, hat denn das Land gebaut? Keinen, Herr Minister, keinen. Denn das waren alles Projekte der Kommunen. Weil Sie sich nämlich gewehrt haben, auch hier eine neue Kompetenz zu bekommen. Das
das muss mal einer erklären, dass sich ein grüner Verkehrsminister wehrt, eine Kompetenz zum Radwegebau zu bekommen. Das gibt es nur in Hessen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dann wären wir beim Argument vom Kollegen Eckert. Wie viel Prozent originäre Landesmittel werden denn für den Ulper-NV in Hessen aufgewandt? Da gibt es verschiedene Berechnungen und Lesarten. Wir waren einmal bei 2%. Die Sozialdemokratie war großzügigerweise bei 3%. Es ist aber insgesamt zu wenig. Und da reicht es nicht, nur zu rufen und zu sagen, der Bund muss mehr machen. Da muss man selbst etwas tun, wenn man hier die Verkehrswende in den Mittelpunkt stellen will, wie Sie das tun, und wenn man hier etwas für den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum bewirken will. Sich immer nur mit fremden Federn zu schmücken und immer nur nach anderen Gremien zu rufen, egal ob es die Kommunen sind oder der Bund, ist zu wenig, und damit werden Sie am Ende auch nicht durchkommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Naas. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Müller das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, also, wenn man mal ganz nach rechts schaut und ganz nach links, damit fange ich gerne mal an. Ja, könnt ihr alle Ohr sagen. Damit fange ich an. Dann fällt mir eins auf. Das sind die Einzigen, die zu jedem Problem, welches hier im Landtag diskutiert wird, immer die komplette Lösung kennen, wissen und nur nicht mal. Immer, immer. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat die Lösung, es bleibt alles beim Alten, dann ist es gut. Und die Linke hat die Lösung, naja, ich kürze mal ab, der Betriebsrat, Herr Gerndt, geschafft alles und damit ist dann alles gut. Das Problem ist, wir müssen uns, glaube ich, in der Verkehrspolitik alle miteinander ehrlich machen. Es nützt überhaupt nichts, wechselseitig zu schimpfen, zu überlegen, was ist alles wie und so, Herr Naas. Also bitte, wollen wir uns jetzt über die FDP in Bad Vilbel, in Wiesbaden und wo überall unterhalten, wo Sie eine dezidiert bahnkritische Betrachtung haben? Kann man alles vertreten? Ich will nur sagen, man kann doch nicht gleichzeitig das eine sagen, das ist schrecklich, weil der Minister tut da wenig, und andererseits kann man sagen, das ist wunderbar. Und bitte, Herr Naas, fange ich auch an. Welche Bundesregierung, da waren wir auch beteiligt, wollen wir uns aber nichts vormachen, oder vielleicht an dieser Stelle noch nicht, hat denn ein Großteil der Strecken in Hessen, der Bahnstrecken, stillgelegt? Das dürfen wir doch auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben alle in unserem Konto, auch die Sozialdemokraten, eine Verkehrsbetrachtung der Vergangenheit, die heute nicht mehr passt. Also ich finde, wir müssen uns ehrlich machen. Und deshalb haben wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle miteinander, natürlich auf Vorschläge, die Enquete-Kommission eingerichtet. Und das haben wir doch nicht gemacht, weil wir alles im Vorfeld wissen, sondern wir diskutieren da ja völlig quer, manchmal durchaus auch innovativ verrückt, aber wir diskutieren nach der Zukunft, in die Zukunft hinein. Herr Müller, und lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Von wem? Aus der AfD, Herr Licher. Nee, gut, das nicht. Also, wir müssen uns doch ehrlich machen, wir müssen in die Zukunft hineindenken. Und dass alles nicht mehr so bleiben kann, wie es ist, wird doch schon allein an der Menge von Verkehr deutlich. Wenn wir durch Frankfurt gefahren sind, zu meinem Geburtsjahr, da konnte man wahrscheinlich quer über die Straße laufen und es ist vielleicht ein Auto vorbeigefahren. Das ist heute nicht mehr möglich, ohne, sagen wir mal, lebensmüde zu sein. Das ist doch eine Entwicklung, die wir in diesem Land haben. Wir haben mehr Verkehr, damit aber auch durchaus mehr Probleme. Also müssen wir Dinge neu denken. Und deshalb zum eigentlichen Ansatz. Das ist ja die Frage, was die Verkehrswende-Initiative gemacht hat. Zunächst einmal festzuhalten, das ist auch etwas, worauf wir alle stolz sein können, unabhängig davon, ob wir die Ergebnisse teilen. In unserem Land ist es möglich,
dass Bürgerinnen und Bürger sich zusammenfinden, ein Projekt entwickeln und sagen, das möchten wir durchsetzen. Und ich finde, darauf können wir stolz sein, unabhängig davon, dass wir miteinander in die Diskussion kommen. Ich finde, das macht doch auch Qualität von demokratischem Prozess aus. Und wenn wir in der Enquete-Kommission eins lernen, ist, dass wir möglicherweise Verkehr manchmal sehr eindimensional, egal aus welcher Position, denken, sondern dass es immer auch eine andere Antwort auf Probleme gerade des Verkehrs gibt. Und verkehrsgleichmäßig zu denken, also das klingt ja sehr schön. Ich pflege immer zu sagen, ich mache ab und zu in meinem Wahlkreis das Experiment von Dietzölstal-Rittershausen nach Driedorf-Waldaubach mit dem ÖPNV zu fahren. Das gelingt mir. Ich komme nur am gleichen Tag nicht zurück. Und man muss wissen, in Dietzölstal-Rittershausen ist einer der größten Arbeitgeber meines Wahlkreises. Daraus wird doch ersichtlich, dass es zumindest ein verkehrliches Problem geben kann. Gleichzeitig kann ich aber in Frankfurt am Main möglicherweise oder in der Metropolregion sehr viel mehr mit dem ÖPNV erreichen und muss es erreichen, um von A nach B zu kommen. Also ist doch offenkundig, und deshalb finde ich das so unfassbar, dass man immer hier, wenn es um dieses Thema geht, mit der großen Klatsche loslegt. Wir müssen Verkehr neu denken. Und da Herr Lichert, wir wollen so lange regieren, wie uns die Wählerinnen und Wähler Sie vom Halse halten, und das lässt hoffen, dass wir das auch länger noch weiter tun. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, also jetzt doch noch mal ein Satz zur AfD. Ein bisschen Redezeit kann man ja verschwenden. Man muss sich ja wirklich mal mit Ihren Argumenten auseinandersetzen, die vorhin hier so gesprochen worden sind. Aber es war ja, ich sage es mal so, eine Rede zu den dort Anwesenden, deshalb auch diese plötzliche Echauffage, weil eine Besuchergruppe dort war. Der Kollege Garf hat ja bei Ihnen gesessen die ganze Zeit, um dann zu kontrollieren, dass das auch ordentlich abläuft wahrscheinlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sie kontrollieren ja gerne Ihre Kolleginnen und Kollegen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Verkehr muss sich ändern. Und wir tun doch viel. Wir haben doch in Hessen, und welche Regierung im Land, in den Ländern hat es denn gemacht? Wir haben das Ticket für ältere Menschen. Wir haben das Schülerticket. Wir haben das Landesticket. Wir haben neue Formen der Mobilität eröffnet, weil wir den Anspruch haben, die Menschen auch vom öffentlichen Personennahverkehr zu überzeugen. Und natürlich haben wir, Kollege Eckert, unstreitig Aufgaben, die Struktur und die Infrastruktur wesentlich zu verbessern. Aber bitte völlig zu verleugnen, wie viel Abermillionen Euro jedes Jahr durch die hessische Landesregierung in den öffentlichen Personennahverkehr gegeben werden, ist doch irgendwie Schofel. Und wenn Sie die Schieneninfrastruktur, lieber Kollege Naas, feststellen, dass die nicht ausgebaut wird, dann weiß ich nicht, was hier immer verkündet wird. Ich meine, Sie machen ja zwei Dinge. Das ist wie auf dem Hochseilakt, möglicherweise mit der Stange balancieren Sie. Sie sagen in dem einen Satz, der Minister macht nichts wirklich, und im zweiten Satz kritisieren Sie, dass er das, was er nicht macht, in Presseerklärungen irgendwie dann doch verarbeitet, also dass er was macht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind, was das betrifft, was der Minister macht, nicht unzufrieden. Aber er wird dazu selber sicherlich viel mehr sagen können als ich. Das 9-Euro-Ticket, was ist das für eine Antwort? Natürlich kann man feststellen, dass das 9-Euro-Ticket eine sinnhafte Betrachtungsweise ist, um etwas aufzufangen. Aber waren es die Pendler, die es im Regelfall benutzt haben, oder waren es die Menschen, die angewiesen sind auf den öffentlichen Personennahverkehr? Natürlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Sondern es waren Menschen, die bisher mit dem ÖPNV nicht so wirklich viel am Hut hatten und die jetzt experimentell versucht haben, das kennenzulernen. Dass das natürlich nicht überall gut gegangen ist, müssen wir uns auch sagen, weil die Züge waren dann voller, als wir uns das vielleicht alle miteinander vorgestellt haben und als die Pendlerinnen und Pendler das eigentlich gemocht haben. Müssen wir doch ganz realistisch zur Kenntnis nehmen. Aber richtig ist, und das hat uns das auch gezeigt, und dieser Meinung sind wir doch, glaube ich, alle, dass es gelingen muss, mehr Menschen zum öffentlichen Personennahverkehr zu führen. Und das war insoweit ein guter Hinweis, ein gutes, ich sag's mal, ein Bonbon, wo die Leute einfach angefangen haben, vielleicht die Lust auf den ÖPNV zu bekommen.
Weiter ist noch einmal zu verweisen auf die Enquete. Also, wir werden Verkehr verändern müssen, aber wir werden ihn unterschiedlich verändern müssen. Wir können doch nicht gleiche Mittel sowohl in der Metropolregion denken als auch auf dem Land. Das wird sich über viele Jahrzehnte vollständig unterschiedlich entwickeln müssen. Und zu guter Letzt, und da kommt keiner davon, lieber Herr Naas, Sie haben ja jetzt Herrn Wissing. Wollen wir mal gucken, ob er aus dem Schneckenhaus herauskommt und zum schnellen Hamster wird. Ich glaube, das an dieser Stelle vielleicht weniger. Sie haben ja jetzt Herrn Wissing. Der kann ja jetzt zeigen, was er als Bund für den öffentlichen Personennahverkehr bereit ist, auszugeben. Da bin ich ausgesprochen gespannt, weil wenn ich Ihre Haushaltsvorstellung sehe, sehe ich, was das betrifft, gelb-schwarz eigentlich. Also ich sehe schwarz im wahrsten Sinne des Wortes, weil da kommt nichts mehr raus bei all dem. Aber wie auch immer, Kollege Wagner, ich sehe halt nichts Erfüllbares. So will ich es mal ausdrücken. Ja, einverstanden, gut. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich es gut, dass wir in Hessen Wege finden, den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch den Individualverkehr der Menschen auf dem Land angemessen zu berücksichtigen. Wir bauen übrigens Straßen, wir bauen Umgehungsstraßen, übrigens auch Fahrradwege. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie auf dem Fahrrad stehen. Ich habe auch im Büro hier ein Fahrrad stehen und fahre in Wiesbaden Fahrrad. Ich habe Sie noch nicht auf dem Fahrrad hier rumrennen sehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich fahre auf Fahrradwegen, die ich vor 5 Jahren bei mir noch nicht hatte. Und die sind komischerweise an Landesstraßen. Aber vielleicht fahren Sie andere Fahrradwege oder, was ich vermute, Sie benutzen kein Fahrrad. In diesem Sinne, ich bin mit dem, was wir machen, zufrieden. Danke schön. Danke, Herr Müller. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Hahn von der FDP gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich wollte dem verehrten Kollegen Müller nur zurufen, wenn man schon stichelt, Herr Kollege Müller, hallo, Herr Kollege Müller, wenn man schon stichelt, dann sollte man vorher sich wenigstens vorbereiten. Und wenn Sie hier gesagt haben, und Sie haben es gesagt, dass die FDP in Bad Vilbel bahnkritisch sei, so zeigt das, dass Sie sich nicht gut vorbereitet haben. Aber vielen Dank für diesen Hinweis. So kann ich gleich ein bisschen deutlich machen, wo die Problemlagen ist. Warum seid ihr denn jetzt so nervös? Lasst mich doch einfach mal ausreden. Hallo? Lasst mich doch einfach mal ausreden. Ihr habt ihn doch auch ausreden lassen, was er für einen Unsinn erzählt hat. Was soll denn das? Und warum regst du dich als Frankfurter auf, nur weil du häufiger S-Bahn fährst? Ist ja mal gerade gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt mehrere Bahnprojekte in Bad Vilbel und Umgebung, die leider von dem aktuellen Wirtschaftsminister nicht richtig angegangen werden. Die FDP fordert seit Jahren, dass das Stockheimer Lieschen ausgebaut wird. Oder für diejenigen, die nicht wissen, was das heißt, die Niddertalbahn. Jetzt ist es immerhin so, dass ab 2028 etwas passieren soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach 8,5 Jahren Tarek Al-Wazir, ich kann mich noch sehr gut an die persönlichen Gespräche zu diesem Thema erinnern, die wir geführt haben, aus denen ich nicht zitieren werde. Nach 8,5 Jahren Tarek Al-Wazir ist das eine reife Leistung. 2028 wird frühestens das Stockheimer Lieschen ausgebaut sein. Zweite Bemerkung, S6, lieber Kollege. Die S6 im ersten Bauabschnitt hat die DB gebaut. Nur mal, damit wir wieder mit den fremden Federn das sehen. Herr Hahn, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Hat der Kollege Al-Wazir sicherlich mitgearbeitet, aber mit fremden Federn geschmückt. Und das Unverschämteste von allen ist, bei dem zweiten Bauabschnitt von Bad Vilbel nach Friedberg ist mein Haus das Haus, was am meisten belastet ist. Und dann zu unterstellen, dass die FDP gegen den Ausbau ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist schlicht uninformiert. Und deshalb war es einfach nur frech. Vielen Dank. Danke, Herr Hahn. Ich habe mal 25% Geburtstagszuschlag gegeben. Herr Müller, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Lieber Kollege Hahn, das mit dem Frech nehme ich etwas übel, weil das ist nicht so wirklich korrekt. Aber ist egal.
Wir zwei können ja miteinander ordentlich umgehen. Also, ich lese jetzt einfach mal vor. Ihr Herr Heilsberg sagt schlicht und einfach wörtlich in der Pressemitteilung, ich glaube, der ist nicht unverantwortlich, eine Verlängerung der Straßenbahn von Frankfurt nach Bad Vilbel über die alte Frankfurter Straße lehnen wir ab. Für die Überleitung müssten viele Bäume gefällt werden und so weiter und so fort. Passen Sie auf. Darum geht es mir gar nicht. Es ging mir gar nicht. Ich finde es ja in Ordnung, dass man unterschiedliche. Kollege, bitte. Ich finde es ja in Ordnung, dass wir unterschiedlich diskutieren und Sie sagen, das will ich nicht. Vielleicht sagen wir das da ja auch. Darum geht es gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, wir müssen uns ehrlich machen. Man kann nicht einerseits sagen, der Minister macht nichts mit der Bahn, das ist hier wörtlich gesagt worden, und gleichzeitig kann man gegen Bahnprojekte sein. Das ist das Problem. Man kann sagen, wir sehen es anders. Man kann sagen, wir möchten es anders tun. Und auch wir sind doch im Diskurs. Wir haben doch auch nicht einheitliche Meinungen zu diesen Fragen. Aber man kann nicht draufhauen, so tun, als wenn man der Einzige ist, der für den deutschen Bahnverkehr ist, ob als Straßenbahn, S-Bahn oder sonstige Bahn, und dann gleichzeitig Erklärungen abgeben, dass man manche Projekte nicht will. Das ist einfach unredlich. Und darum ging es. Ich habe gesagt, wir müssen uns ehrlich machen. Und wenn wir über Verkehr in Zukunft diskutieren wollen, muss man eben überlegen, wie bekommt man was hin, und kann irgendwie nicht immer sagen, nur eine oder nur eine Regierung ist schuld. Das ist nicht so. Wir alle haben unsere verkehrspolitischen Leichen. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Anlass für die Debatte ist ja das Volksbegehren und das Verkehrswendegesetz, was die erste Stufe genommen hat. Und ich will das ausdrücklich sagen, wir diskutieren es ja nachher noch einmal, dass die Initiatorinnen und Initiatoren ein sehr großes Engagement gezeigt haben, dass viele Menschen in ganz Hessen Unterschriften gesammelt haben und dass das auch zeigt, dass viele Menschen in Hessen für die Verkehrswende zu begeistern sind. Das ist ein positives Signal, weil es nämlich zeigt, dass viele Hessinnen und Hessen hin zu klimafreundlicherer Mobilität wollen. Und deswegen verstehe ich die Initiative auch als Rückenwind hin zu einer nachhaltigen Mobilität, an der diese Landesregierung und an der ich seit Jahren arbeiten. Das ist Rückenwind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sind ja auch schon im Gespräch mit den Initiatoren, das nächste Mal heute Abend. Und deswegen finde ich es, sagen, als Minister, der Verantwortung trägt, gibt es ja immer mehrere Möglichkeiten, wie man mit Kritik umgeht. Die SPD, Herr Kollege Eckert, Ihr Antrag und auch Ihr Redebeitrag, der hat ja erklärt, dass ich alles falsch mache und so weiter. Ich will es erst einmal positiv sehen. Man muss ja einen langen Blick, ja, Verkehrspolitik ist auch Infrastrukturpolitik, da braucht man einen langen Blick. Ich finde es erst einmal positiv, dass die SPD sich jetzt offensichtlich auch auf die Seite derjenigen schlägt, die für die Verkehrswende sind. Dazu herzlichen Glückwunsch. Ja, doch, wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich will das ausdrücklich so sagen. Ich meine, wenn man so jahrzehntelang zurückblickt, denken Sie einmal an einen wackeren hessischen Sozialdemokraten, an Schorsch Leber und seinen Leberplan, seine Vision damals, kein Deutscher soll es weiter als 20 Kilometer zur nächsten Autobahnauffahrt haben. Viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten waren 1959 total begeistert von diesem Buch, Die autogerechte Stadt. Und sie haben offensichtlich diese Position verändert. Und das finde ich erst einmal gut. Und auch das betrachte ich als Rückenwind, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Wir haben dann aber leider in Ihrem Antrag viele, viele Vorwürfe, die einfach nicht gerechtfertigt sind. Sie sagen, wir müssten mehr finanzielle Mittel freigeben, mehr Personal auch für die Planung von Radwegen beispielsweise bereitstellen. Genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich gemacht. Ich habe 2014 einen Haushalt vorgefunden, in dem Stellen bei Hessen Mobil gestrichen worden sind. Herr Kollege Naas, da waren Sie noch indirekt dafür verantwortlich. Wir haben dann diesen Personalabbau bei Hessen Mobil gestoppt im Jahr 2015. Und seit 2016 bauen wir jedes Jahr den Personalbestand bei Hessen Mobil im Bereich der Planung wieder auf, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Aufgaben, die es dort gibt, mit dem bestehenden Personal nicht erfüllt werden können.
Wir haben 2020 eine Taskforce Radwege eingerichtet, wo erstmals eine Gruppe von Planerinnen und Planern sich ausschließlich der Planung von Radwegen widmen. Es gibt die zentrale Steuerungsgruppe Radverkehr. Wir haben seit 2021 eine eigene Abteilung für Mobilität und Radverkehr bei Hessen Mobil, die sich um den Schienenverkehr, den ÖPNV, Netzkonzepte, Rad- und Fußverkehr und Verkehrssicherheit kümmert. Und ja, wir haben auch dafür gesorgt, dass wir alle mit ins Boot holen. Manche Sachen planen wir selbst. Bei manchen Sachen gibt es die Zuschüsse von anderen Orts, auch vom Bund, die wir gemeinsam mit den hessischen Kommunen verteilen, wo wir dafür sorgen, dass die sich auch bewerben können. Wir haben 53 weitere Projekte an Landesstraßen identifiziert, die Kommunen mit in die Verantwortung genommen. Wir erstatten denen ihren Aufwand. Und das hat immerhin dazu geführt, dass von diesen 53 Projekten, die wir den Kommunen angeboten haben, 56 Kommunen eine Vereinbarung mit Hessen Mobil abgeschlossen haben, bei 35 Projekten die Planungen bereits aufgenommen wurden und 2 Projekte bereits fertiggestellt sind. Wir haben 2022 und 2023 weitere 100 Kilometer neue Radwege, die wichtige Lücken am Radnetz schließen werden, ins Planungsprogramm aufgenommen. Und wenn Sie sich das alles zusammen betrachten, dann haben wir aktuell über 200 Radwegeprojekte an Landes- und Bundesstraßen im Planungsprogramm von Hessen Mobil, die teils mit der Unterstützung von Kommunen Stück für Stück umgesetzt werden. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht auch für alternative Mobilität in Hessen. Wir haben, wissen Sie, und ich finde das dann schon vorsichtig gesagt, das kann ich dann auch positiv sehen, dass die FDP sagt, der Radwegeausbau geht hier nicht schnell genug. Herr Naas, ich biete Ihnen an, wir beide gemeinsam, wir radeln jetzt auf dem dann hoffentlich Ende des Jahres fertiggestellten Radweg von Steinbach nach Eschborn. Den habe ich Ihnen ja versprochen, den mache ich extra für Sie. Der wird dann auch Ende des Jahres fertig, können wir gemeinsam fahren. Ich finde es nur ein bisschen komisch, wenn ich überlege, sagen, was ich vorgefunden habe in den Schubladen 2014, nämlich nichts, gar nichts. Da war einfach nichts. Wir hatten 2014 im Landeshaushalt 4 Millionen €, die für den Radwegebau an Landesstraßen vorgesehen waren. Von denen sind real etwas über 2 Millionen € ausgegeben worden. Das war die Realität 2014. Wir haben das jetzt Jahr für Jahr gesteigert. Wir sind dieses Jahr bei 13 Millionen €, und wir werden 2024 bei 17 Millionen € sein. Wenn man innerhalb von 10 Jahren von 2 Millionen € auf 17 Millionen € kommt, dann ist das doch eine deutliche Steigerung, selbst wenn man so rechnet wie der Kollege Naas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben weitere Aktivitäten in diesem Bereich gemacht. Wir haben ein landesweites Radhauptnetz definiert. Wir haben Qualitätsstandards und Musterlösungen auf den Weg gebracht, Dauerzählstellen gemacht. Wir haben insgesamt in diesem Radverkehr, auch durch die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität, und natürlich geht das nur mit den Kommunen, 88% aller Radwege sind kommunale Radwege. Das müssen wir gemeinsam mit den Kommunen machen. Mit wem denn sonst? Haben wir dafür gesorgt, dass wir in diesem Bereich wirklich alles nach vorne gebracht haben, was nur geht. Und wissen Sie, das ist so, der Prophet gilt nicht im eigenen Land. Aber ich glaube, vor ein, zwei Wochen war in der Sonntags-FAZ mal ein Blick auf die Planungen von Radschnellverbindungen, von Raddirektwegen. Da hat die Bundesgeschäftsführerin des ADFC gesagt, dass Hessen bundesweit ganz vorne ist in diesem Bereich. Was will man eigentlich noch mehr? Wir setzen das jetzt Schritt für Schritt um, liebe Kolleginnen und Kollegen. Morgen haben wir 2 Setzpunkte über den ÖPNV, Anlass 9-Euro-Ticket. Aber ich will dann heute schon die Gelegenheit nutzen, einfach mal ein paar Sachen richtigzustellen, Herr Kollege Eckert, in aller Freundschaft. Sie haben jetzt hier erneut gesagt, dass wir nur 3% Landesmittel für den ÖPNV haben. Ich stelle fest, das ist schlicht falsch. Das ist einfach falsch. Ich kann Ihnen sagen, wie es im Jahr 2022 ist. Wir haben in diesem Jahr erstmals mehr als 1 Milliarde € Zuschuss für die Verkehrsverbünde, die in Hessen Verkehr anbieten. Genauer gesagt 1.002 Millionen. Davon kommen 701 Millionen vom Bund. Das sind die Regionalisierungsmittel. Das sind grob dann 70%. 701 Millionen von 1.002 Millionen sind dann ungefähr 70%. Wir haben an Landesmitteln in diesem Bereich, und zwar, Herr Kollege Eckert,
an originären Landesmitteln 153 Millionen. 153 Millionen von 1 Milliarde sind grob 15%. Als ich ins Amt kam, nein, das ist nicht KFA, der kommt noch dazu, das sind noch einmal 15%. Sonst wären ja keine 100 draus, wenn man 70%, 15% und 15% zusammen, so wird am Ende 100 draus. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will Ihnen nur sagen, als ich ins Amt kam, habe ich vorgefunden, 0 Euro Landesmittel. In diesem Jahr sind es 153 Millionen Landesmittel. Als ich ins Amt kam, war fast alles Regionalisierungsmittel, ein bisschen KFA, ein bisschen KFA. Damals waren es ungefähr 650 Millionen Euro. Jetzt ist es 1 Milliarde Euro. Bitte behaupten Sie doch einfach nichts, was objektiv falsch ist. Das hilft uns allen nicht. Das hilft uns allen nicht. Und diese Mittel werden auch gut eingesetzt. Ich kann Ihnen einmal zeigen, das ist hier von der Allianz pro Schiene, nicht vom Hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium, der Erreichbarkeitsindex 2020. Der zeigt, wie weit es die Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wohnort maximal 600 Meter zu einer Bushaltestelle bzw. 1200 Meter zu einer Bahnhaltestelle haben, mit mindestens 20 Abfahrten am Tag. Natürlich sind da die drei Stadtstaaten vorne, das ist ja ganz klar. Aber auf dem zweiten Platz der Flächenländer ist Hessen. 96,6% der Hessinnen und Hessen haben in höchstens 600 Meter Luftlinie eine Bushaltestelle oder 1200 Meter eine Bahnhaltestelle, wo mindestens 20 Mal am Tag etwas abfährt. Übrigens, Platz 1 ist das Saarland. Die sind 0,1% besser als wir. Also noch einmal, 96,6% Hessen auf Platz 2. Und Kollegin Müller hat es angesprochen, wir wollen das weiter verbessern mit den Mitteln, die wir zur Verfügung stellen. Das NVV-Projekt, jedes Dorf, jede Stunde, da sind wir ja auch in der Diskussion. Wir bauen hier Schritt für Schritt auf, weil wir müssen natürlich noch besser werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und daran können wir dann gemeinsam arbeiten. Und deswegen, Herr Minister, ich weise auf die Redezeit. Ja, letzter Punkt, Herr Präsident. Wir unterstützen dann auch die Kommunen beim Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum. Und wir sind diejenigen, die die Flatrate-Tickets, die jetzt das 9-Euro-Ticket sozusagen bundesweit populär gemacht hat, überhaupt erst erfunden haben. 2017 das Schülerticket, 2020 das Seniorenticket, dazwischen das Landesticket, was einen Boom bei Jobtickets aufgelöst hat. Die Hälfte aller Hessinnen und Hessen haben inzwischen die Möglichkeit auf ein Flatrate-Ticket, was ihnen landesweite Mobilität garantiert, für höchstens 1 Euro am Tag. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, an dieser Stelle, was jedenfalls Flatrate-Tickets angeht, da gilt, von Hessen lernen heißt Siegen lernen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn man schon gut ist, heißt das nicht, dass man nicht noch besser werden könnte. Und deswegen sind wir in der Diskussion mit den Initiatorinnen und Initiatoren des Verkehrswendegesetzes. Und wir laden alle ein, gemeinsam an besserer Mobilität zu arbeiten. Aber das heißt dann auch, dass man vor Ort dazu stehen muss. Und deswegen, Herr Kollege Hahn, ich weiß, Stichwort S6-Ausbau, dass Sie da ganz persönlich betroffen sind. Aber wenn es um Straßenbahnen geht, beispielsweise, das ist ja auch schienengebundene Mobilität, fällt mir schon auf. Wir unterstützen jedes Projekt, was es da gibt. Lichtwiesenbahn in Darmstadt, FDP dagegen. Citybahn in Wiesbaden, FDP dagegen. Verlängerung nach Bad Vilbel, FDP dagegen. Verlängerung nach Neu-Isenburg, FDP dagegen. Und ich kann Ihnen an dieser Stelle nur sagen, einzige löbliche Ausnahme, Paul Gerhard Weiß und Olli Stierböck, die haben damals mit mir gemeinsam gegen die Einstellung der Linie 16 in Offenbach gekämpft. Vielleicht werden wir die auch irgendwann wieder zum Fahren bringen. Ich kann nur sagen, man muss am Ende des Tages dann auch vor Ort dazu stehen. Wenn man hier sagt, wir wollen eine andere Mobilität, dann muss man es auch vor Ort umsetzen. Wir jedenfalls sind bereit dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Für die FDP hat sich nochmals Herr Dr. Naas gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich ein bisschen auf die zweite Runde gefreut, weil
wenn mir das die Gelegenheit gibt, noch einmal diese Diskussion, die wir im Vorfeld schon hatten, um die 30% aufzugreifen. Weil Sie haben sich ja heute, ich hätte darauf wetten können, auch natürlich gewehrt. Am letzten Sonntag kam ja die prophylaktisch sozusagen auch die Pressemitteilung dazu, wo Sie klargestellt haben, das Land Hessen würde sich ja mit 30% am ÖPNV beteiligen und nicht mit 3% oder mit 2%, wie die SPD das gesagt hat. Ich kann Ihnen sagen, diese 30% sind falsch als Zahl. Ich will es Ihnen auch begründen. Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung, 147,5 Millionen Euro kommen aus dem KFA und damit aus dem Landeshaushalt. So, und das ist die Begründung, warum es dann originäres Landesgeld sei, weil es im Landeshaushalt abgebildet sei. Das sind kommunale Gelder, die Sie sich hier zurechnen lassen. Das sind die ersten 15%, und das ist ein übler Taschenspielertrick, weil es das Geld der Kommunen ist. Und dann kommen wir zu den 153 Millionen, die Sie uns heute noch einmal vorgerechnet haben, nämlich die zweiten 15%. Da habe ich Sie ja gestern gefragt, wie die sich aufschlüsseln. Diese Antwort sind Sie mir ja gestern schuldig geblieben. Dankenswerterweise gibt es aber die Beantwortung der Kleinen Anfrage aus Ihrem Haus, wo das nämlich alles steht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ja, natürlich, genau. Aber da ist auch so eine kleine Anlage dabei, wo das aufgeschlüsselt ist. Und nach dieser, genau, nach dieser Anlage sind das nämlich 120 Millionen. Und wo kommen die 120 Millionen her von den 153 Millionen? Aus dem Sondervermögen. Und für was sind diese Gelder? Das sind natürlich für Einnahmeausfälle. Wenn Sie jetzt schon Einnahmeausfälle, die natürlich aus einem ganz anderen Grund kompensiert werden, wenn Sie die jetzt als originäre Landesmittel hier ausweisen wollen, dann ist wirklich was schief in Ihrem Ministerium. So. Und noch nicht mal, Herr Minister, noch nicht mal diese Zahl stimmt, diese 120 Millionen, die sich hier in dieser Liste finden. Es sind nämlich nur 88,5 Millionen Auskunft des Budgetbüros von gestern, weil der Rest nämlich vom Bund kompensiert wurde. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was bleibt von den 30%? Von diesen 30% bleiben 20 Millionen Schülerticket und 12 Millionen Landesmittel. Das sind 32 Millionen, also knapp oder gut 3%. Genau die Zahl, die ich Ihnen genannt habe. Vielen herzlichen Dank. Gut, Sie noch mal. Ich will nach Hause. Für die Landesregierung noch mal Herr Staatsminister Al-Wazir. Entschuldigung, Herr Kollege Dr. Naas, aber es stimmt halt einfach nicht. Und das kann jetzt jeder mal selbst nachlesen. Das ist die Landtagsdrucksache 208858. Beantwortung der Kleinen Anfrage von Marius Weiß und Tobias Eckert. Und natürlich kenne ich die, weil die habe ich ja unterschrieben. Und da gibt es eine Anlage, und diese Anlage sagt Ihnen genau, wo das Geld herkommt. Und die 174,5 sind aus dem, das ist der KFA, Einzelplan 17, Förderprodukt 22, KFA. Und dann gibt es die Landesmittel, die zusätzlich obendrauf gekommen sind, 120 Millionen aus dem Einzelplan 17. 12,7 Millionen. Der Einzelplan 17 ist allgemeine Finanzwirtschaft. Ja, aber natürlich. So, aber Herr Naas, was ist denn Ihr Problem? Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich will ein kleines Missverständnis aufräumen. Der Corona-Schadensausgleich findet sich ebenfalls in dieser Tabelle. Das ist die letzte Linie. Sie haben das irgendwie durcheinander gebracht. Und da stehen 230 Millionen Euro. Und von denen sind aber nur 88, Knips abgeflossen im letzten Jahr. Aber wir werden wahrscheinlich auch dieses Jahr noch einen Corona-Schaden haben. Deswegen glauben Sie es mir einfach. Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, diese Zahlen stimmen. Sie können sie sich alle anschauen. Und ehrlich gesagt, für die Nutzerinnen und Nutzer von Bus und Bahn ist es auch ziemlich egal, ob das jetzt aus Förderprogramm X oder Förderprogramm Y kommt. Die wollen nur wissen, ob der Bus fährt. Und genau das haben wir sichergestellt. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Al-Wazir. Als nächstem Redner erteile ich dem fraktionslosen Abgeordneten Herrn Kahnt das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Debatte über die Verkehrswende
möchte ich daran appellieren, bei allem Widerspruch, bei allen Vorschlägen, die hier gemacht worden sind, das Große und Ganze eigentlich nicht aus den Augen zu verlieren. Diesen Eindruck habe ich bei der Debatte gewinnen müssen. Es geht doch im Wesentlichen darum, was bisher auf den Weg gebracht worden ist, und einfach nicht darum, was eben nicht auf den Weg gebracht worden ist. Selbstverständlich wissen wir, dass viele Dinge bestimmte Zeit brauchen. Das wissen wir. Also vieles kann man nicht von heute auf morgen entsprechend organisieren bzw. machen. Und was es in der Diskussion schon gar nicht geht, weil es hier mal geäußert worden ist, es geht doch gar nicht darum, den Pkw hier abzuschaffen. Worum es aber geht bei einer Verkehrswende, ist, wie eigentlich der ÖPNV entsprechend verbessert werden kann, damit und dort, wo es sinnvoll ist, auf den Pkw verzichtet werden kann. Meine Damen und Herren, wenn wir alleine nur die Entwicklung der Pkw sehen in den letzten Jahren, es hat sich enorm entwickelt. 42 Millionen Pkw sind auf unseren Straßen. Es geht eigentlich darum, zu reflektieren, nachzudenken, und zwar betrifft das jeden Einzelnen von uns. Wo können wir, wenn möglich, den Pkw entsprechend stehen lassen? Wo können wir tatsächlich den ÖPNV benutzen? Wo können wir auch die Radwege benutzen? Also ich bin selbst auch ein leidenschaftlicher Radfahrer. Also jedenfalls, es geht darum, darüber zu reflektieren, was wir, und zwar jeder von uns, tatsächlich im Einzelnen von uns tun kann. Und, meine Damen und Herren, was in dieser ganzen Debatte ein klein wenig zu kurz gekommen ist, es geht doch um wesentlich mehr Lebensqualität, und zwar Lebensqualität, die für uns alle da ist. Ob es nun die Städter sind, die in überlasteten Straßen mit viel Pkw-Verkehr konfrontiert sind, ob es auch auf den ländlichen Regionen sind. Wir müssen in dieser Hinsicht eine Verkehrswende in der Tat mehr reflektieren. Wir müssen, ja, schade. Gut, also ich komme gerne zum Schluss. Ganz zum Schluss noch einmal. Also, verlieren wir bitte das Große und Ganze nicht aus dem Auge. Eine Verkehrswende ist notwendig, und jeder, der die Augen aufmacht, der hat das hier im Grunde genommen gesehen. Die Verkehrswende muss eingeleitet werden, weil ansonsten die Belastungen für die Bevölkerung viel zu groß sind. Vielen Dank. Danke, Herr Kahnt. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Debatte zu diesen Tagesordnungspunkten angelangt und überweisen alle drei aufgerufenen Anträge zur, ich bin sicher, weiteren munteren Debatte in den WVA.